Die sechsachsige Serie 1200 der niederländischen Eisenbahnen NS ist eine Elektrolokomotivbaureihe, von der 25 Maschinen von 1951 bis 1953 in Dienst gestellt wurden. Die Lokomotiven waren bis 1998 bei der NS im Einsatz. 5 Maschinen sind als Museumslokomotiven erhalten. 5 weitere Lokomotiven wurden an Privatunternehmen verkauft, einige von ihnen sind noch immer im Einsatz. EETC steht für Euro Express Train Charter, ein Unternehmen ohne eigene Gleisstrecken, das anfänglich gebrauchte Eisenbahnwagen kaufte und mit ihnen Urlauber in Winter- und Sommerquartiere transportierte. Die Zugleistungen übernahmen Lokomotiven anderer Gesellschaften. Dann bekam EETC eine Lizenz für eigene Zugleistungen und kaufte, wieder aus zweiter Hand, Lokomotiven. Eine davon ist Vorbild dieses Märklin-Modells, mit dem die Göppinger der Niederlande zum Jubiläum 175 Jahre Eisenbahn gratulieren. Die Lok trägt auf beiden Flanken ihre Glückwünsche. Einmal in Holländisch und einmal in Deutsch. Das Modell gibt die Kraft des Vorbildes gut wieder. Die Dachausrüstung ist minimalistisch, alle Leitungen sind angespritzt. An den Frontscheiben fehlen die Scheibenwischer-Nachbildungen. Beide Führerstände haben eine Inneneinrichtung. Die Drehgestellblenden sind fein detailliert. Die unteren beiden Stufen der Leiter zu den Führerstandstüren sind an den Blenden befestigt und wandern in Gleisbögen nach vorn oder hinten aus der Flucht. Am Druck fanden wir keine Mängel. Buchstaben und Ziffern werden mit scharfen Kanten wiedergegeben. An der Fertigung konnten wir auch nichts aussetzen, der Decoder erwies sich allerdings nicht als gänzlich mängelfrei.
Mit dem üblichen Ruck setzte er die Lok in Bewegung, dirigierte sie ohne zu rucken bei langsamer Geschwindigkeit, wechselte die Geschwindigkeitsstufen dann aber mit deutlichem Ruck. Die Traktionseigenschaften der Maschine sind sensationell. Erst 200 Gramm im Gewichtebecher unserer Rollenwaage brachten die Lok beim Anfahren kurz ins Schleudern und bei 338 Gramm bei endgültig Schluss. Ursache sind das hohe Eigengewicht von 626 Gramm und insgesamt 4 Haftreifen, je 2 auf jedem Drehgestell, jeweils diagonal versetzt auf Rädern der ersten und letzten Achse. Die beiden mittleren Achsen sind beweglich höhengelagert. Der Auslauf betrug aus mittlerer Geschwindigkeit rund 4,5 cm, aus V-Max waren es rund 15,5. Im Ursprungszustand wäre die Serie 1200 eine Vertreterin der Epoche 3, das aktuelle Design siedelt sie jedoch in der Epoche 6 an.